Guten Tag, meine Damen und Herren, hallo zusammen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Lex Futura Academy, unserer YouTube-Reihe, bei der wir Kurzbeiträge zu juristischen Themen aus dem Unternehmensalltag präsentieren und Ihnen auf einfache und verständliche Art Informationen vermitteln wollen, die Ihnen im unternehmerischen Alltag weiterhelfen sollen. Heute sprechen wir über Kündigungsklauseln in Verträgen oder dem etwas unbeliebten Thema, beim Start bereits wieder ans Ende denken zu müssen. Ich werde Ihnen Grundsätze zur Auswahl und zur Gestaltung von Kündigungsklauseln in Verträgen von Unternehmen darlegen und hoffe Ihnen damit einen Hinweis zu geben, wie Sie bei künftigen Verträgen Ihre Kündigungsklauseln gestalten können. In jüngerer Zeit waren Sie wahrscheinlich häufiger damit beschäftigt, bestehende Verträge auf die Kündigungsklauseln hin zu überprüfen. Und ich denke, es lohnt sich eben auch bei künftigen Verträgen diese Szenarien im Blickwinkel zu halten. Zunächst zu den Grundsätzen. Im schweizerischen Vertragsrecht gilt, wie Sie wahrscheinlich wissen, Vertragsfreiheit. Das heißt, Sie dürfen mit Ihren Vertragspartnern vereinbaren, was Sie möchten. Es sind auch bei Kündigungsklauseln allerdings gewisse Einschränkungen diesbezüglich zu beachten. So gibt es im Obligationenrecht gewisse zwingende Bestimmungen, die sich auf das Kündigungsrecht beziehen. Zum Beispiel, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, den Sie sich merken müssen, im Auftragsrecht gilt ein jederzeitiges Kündigungsrecht. Das heißt, auch wenn Sie in Ihrer Kündigungsklauseln vereinbaren würden, dass bestimmte Fristen gelten, so kommen diese nicht zum Zug, weil im Obligationenrecht ein jederzeitiges Kündigungsrecht vorgesehen ist. Wenn Sie Ihre Kündigungsklauseln gestalten, müssen Sie an drei Kategorien denken: unbefristete Verträge, befristete Verträge und Verträge mit einmaliger Erfüllung. Kündigungsklauseln sind besonders wichtig bei unverfristeten Verträgen oder bei befristeten Verträgen mit einer sehr langen Laufdauer. Das geht teilweise vielleicht auch etwas vergessen, weil man sich von einer Kooperation erhofft, dass wenn die mehrere Jahre dauert, dass die definitiv erst dann endet, wenn das vorgesehen ist. Aber es bietet sich an, auch in solchen Konstellationen für eine vorzeitige Kündigung die genauen Modalitäten und Möglichkeiten mit Ihren Vertragspartnern zu definieren. Es gibt drei Kategorien, wie Kündigungsklauseln aufgebaut sind im Grundsatz. Zunächst wird die Kündigungsmöglichkeit per se definiert. Da gibt es die ordentliche und die außerordentliche Kündigungsmöglichkeit. Bei der ordentlichen wird eine Frist definiert und ein bestimmter Zeitpunkt in der Regel, auf den hin gekündigt werden kann. Hier bietet es sich an, nicht einfach vorgegebene Klauseln in Templates zu übernehmen, sondern sich vielleicht schon zu überlegen, was für Ihr Unternehmen dann allenfalls ein sinnvoller Zeitpunkt ist. Zum Beispiel ist der Abschluss Ihres Geschäftsjahres häufig ein sinnvoller Zeitpunkt, um eine Kündigungsmöglichkeit ausüben zu können. Außerordentliche Kündigungsmöglichkeiten sind häufig fristlos, müssen aber auch nicht sein. Je nach Komplexität einer Zusammenarbeit ist zum Beispiel die Kündigungsmöglichkeit auf Ende Monat vorgesehen. Kündigungsmodalitäten hält man sinnvollerweise ebenfalls in den Klauseln fest. Schriftlichkeit zur Erhöhung der Rechtssicherheit ist da sicher ein wichtiger Punkt, an den zu denken ist und den Sie dann auch im Verlauf Ihrer Vertragszeit im Kopf haben müssen. Ebenso wichtig ist, die Kündigungsfolgen festzuhalten. Nur mit der Tatsache, dass jemand kündigen darf, ist noch nicht geregelt, was denn nach der Kündigung effektiv passiert. Gerade bei schwierigen, komplexen Zusammenarbeiten sind an diverse Aspekte zu denken, zum Beispiel Rückgabe von Dokumenten oder wie ist es mit der Geheimhaltung von ausgetauschten Informationen während des Vertragsverhältnisses. Nun zu den Kündigungsgründen, die häufig aufgeführt werden. Es gibt da so drei typische Kategorien, aber das kann grundsätzlich beliebig erweitert werden. Die erste Kategorie ist die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Hier empfehlen wir, dass Sie diese Pflichten genau überprüfen und sehr explizit nennen, auf welche Vertragspflichten in Ihrem Kooperationsvertrag zum Beispiel sich diese Kündigungsklausel bezieht. Denn wenn Sie vor allem außerordentlich eine
Vertrag kündigen wollen, werden Sie wohl mit Ihrem Partner oder können es sein, dass Sie mit Ihrem Partner nicht mehr in der Situation sind, wo Sie im Detail und einvernehmlich darüber diskutieren können, ob nun eine wesentliche Vertragspflicht vorliegt oder eben nicht. Das heißt, indem Sie dies bereits in Ihrem Vertrag genau auflisten, entgehen Sie hier einer unnötigen Diskussion. Typischerweise werden auch sogenannte oder Abmahnverfahren aufgeführt, indem man zum Beispiel definiert, dass eine Vertragspartei die andere Partei zuerst abmahnen muss, schriftlich, und ihr einen Zeitraum geben muss, um der Vertragspflicht noch nachzukommen, und erst nach Ablauf dieser Frist, zum Beispiel 2 oder 3 Monate, ist dann effektiv der Kündigungsgrund gegeben. Eine weitere Kategorie, sehr nahe bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, ist die Kündigung aus wichtigem Grund. Auch hier empfiehlt es sich, explizit die wichtigen Gründe, die Ihnen als Unternehmen wichtig sind, aufzulisten. Häufig ist es für die Gegenseite nicht so einfach zu erkennen, was für Sie im konkreten Vertrag denn besonders wichtig ist und wann eine Kündigungsmöglichkeit für Sie gegeben sein muss. Zu erwähnen ist hier noch, dass auch wenn Sie den wichtigen Grund bei Dauerverträgen, also unbefristeten Verträgen, nicht nennen, dass die Rechtsprechung grundsätzlich eine Kündigungsmöglichkeit aus wichtigem Grund anerkannt, wobei dort eine sehr hohe Hürde zu überwinden ist. Es muss nämlich so sein, dass das Vertragsverhältnis oder die Fortführung des Vertragsverhältnisses unzumutbar ist, damit Sie die Möglichkeit haben zu kündigen. Diese Unzumutbarkeit darzulegen ist häufig schwierig, also auch hier deshalb die Empfehlung, besser die wichtigen Gründe konkret zu nennen. Die letzte Kategorie, die ich Ihnen aufzeigen möchte, sind Klauseln, die im Konkursfall oder im Liquidationsfall einer Partei eine Kündigungsmöglichkeit vorsehen. Das ist gerade in den aktuellen Zeiten natürlich von besonderer Brisanz. Und hier empfiehlt es sich, sehr präzise zu sein, denn mit dem Wort Konkurs oder Liquidation ist noch nicht genau gesagt, welcher Zeitpunkt innerhalb eines Konkurs- oder Liquidationsverfahrens denn gemeint ist und diese Kündigungsmöglichkeit auslöst. Ich hoffe, ich habe Ihnen mit diesen kurzen Inputs einen Überblick geben können, was Sie bei Kündigungsklauseln beachten müssen. Und auch wenn die Aufgabe etwas unbeliebt ist, beim Start bereits an Ende denken zu müssen, aufgezeigt, dass es sich lohnt, diese Aufgabe gewissenhaft durchzuführen. Wenn Sie Fragen haben, steht Lex Futura Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Und ich freue mich, Sie bald bei einer weiteren Folge von Lex Futura Academy begrüßen zu dürfen.